Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play aus der Skyward 2. Ich glaube, das ist die dritte Aufnahmeversuch, die für diesen Part. Ja, leider. Kennt uns das? Nur bei deinem Programm, ich bin nicht da. Down! So gehört sich das. Ja. Mein Hunger ist gestillt. Das Blöde ist, dein Aufnahmeprogramm hat irgendwie eine Macke, oder? Ha? Nochmal. Dein Aufnahmeprogramm hat bestimmt bei der Üs die Macken, oder? Das hat man schon echt die Macken, aber in einer Zeit fängt es sich wieder. Naja, wenigstens. Der Herzcontainer. Ich finde, die sehen in dem Spiel so übelst geil aus. Die sehen epischer aus als bei Twilight Princess, ganz ehrlich. Du hast einen Herzcontainer erhalten, deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder auf vollständig aufgefüllt. Geil, jetzt haben wir 9 Herzen. Yeah. Ich habe schon einen Herzcontainer durch Herzteile. Ja, Link kann man wieder nicht. Link, du sollst an deiner Ausdauer arbeiten. Oh ja, Kondition. Los, mach Sport. Konditionstraining. Wir füllen jetzt erstmal alle unsere Bomben wieder auf. Okay, zack. Das war ja damals in einem anderen Spiel so scheiße gewusst, wenn du keine Bomben mehr hattest, ja, du kriegst Bomben mehr. Oh ja. Ein Leute, in diesem in dem LP wird auch der Hylianische Schild geholt. Oh yeah. Das muss sein. Der ist geil. Ah, das ist das Lira-Spiel von Zelda. Ah, Zelda. Oh, darum ist sie. Und wer ist das? Keine Ahnung. Ein Lichtschimmer. Ein Chica? Kann nur so rennen. Ah, ich hab keine Ahnung. Ja, es ist ein Chica. Sieht zumindest so aus. Der hat hier jetzt die Chica-Tätowierung. Zelda, da bist du ja. Dominik! Ein Wiedersehen und ey, Freunden. Was soll das? Lass du vorbei? Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhaltet. Halten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. What the fuck? Warum lässt ihr den durch? Ey. Zelda. Ja. Ja, okay. Tschüss. Hey. What the hell? Dominik, es tut mir leid. Was tut dir... Hey. Ey, du kannst mich da jetzt hier nicht stehen lassen. Ich habe extra das Gespräch mit Geron verfolgt, um dich zu kriegen. So. Hey. Gott, ich lauf da jetzt mit rein. Ich lauf da jetzt mit rein. Oh mein Gott, sie hat... Oh mein Gott, der Chica hat böse geguckt. Oh mein Gott. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Was? Deine Fähigkeit reicht nicht aus, um Zelda zu beschützen. Du wirst dich verarschen. Die gefällt nicht, was ich sage. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Wer hat hier den Schlüssel zerstört? Du oder ich? Sie. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du Auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfung, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich zu helfen zu können. Hast du das verstanden? Wie war das? Prüfungen? Du hast den Schlüssel zerstört, deswegen kam ich nur zu spät. Schäm dich. Oh ja. Los, geh in die Ecke und schäm dich. Sie hat mich ignoriert. Das wird sie noch bereuen. Zelda, warum? Wieso verlässt du mich? Wieso? Ist diese Schiefe so viel besser als ich? Egal. Halt mal, ich guck mal, ob hier hinter diesem Teil vielleicht ein Artefakt der Götter ist, aber nein. Feen, komm zu mir. Schick. Wenn man genau beobachtet, sieht man, wie die Fee gegen den Deckel fliegt. So, nein, lass dich raus. Ja. Und, aua. Hier hoch. Himmelsstrahl. So muss das aussehen. Oh, ja. So hört sich das. Oh nein, Fei, du gehst mir doch jetzt schon wieder auf den Sack, oder?
Fall bleib im Schwert. Das ist ein Befehl von deinem Gebieter. Du ignorierst meinen Befehl! Oh ja. Gebieter, diese Sprache verwendet die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nur übersetzen, hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwerts, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maiton im Himmel ihrem Schicksal folgende die Quelle des Erdlands. Das Land des Sandes, Ranel. Dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorbestimmt ist. Zeitportal? Queen of Time? Okay. Ah, da ist die nächste Tafel. Nämlich die Bernsteintafel, wenn ich mich recht entsinne. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Oh mein Gott, sie ist alt. Der Text kommt immer. Zelda. Ich sehe Zelda. Sie lacht. Und ich bin fröhlich. Oh, es war doch nur eine Statue und es war nicht Zelda. Hä? Zelda! Okay. Ach, Gebieter, Zelda scheint sich an dieser Aquarelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in einem Gebiet namens Ranel unterwegs ist. Das hast du nur eben nicht vorgesungen, ne? Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird ein neues Lichtsäule erscheinen und wir können nach ihr nach Ranel folgen. Ich schlage vor, zum Wolkenhorn zurückzukehren und von dort aus nach Ranel zu reisen. Ja, okay. Ja. Yahoo! Okay, dann drücken wir jetzt mal Speichern nur. Speichervorgang, bitte betätigen weder den Pause-Schalter noch den Reset-Knopf. Und jetzt ab ins Wolkenmeer. Link wird durch eine mysteriöse Kraft nach oben geschleudert. Aber das Wolkenmeer wird mir dann so richtig sympathisch. Wing. Los, komm her, mein Aurora. Wolkenmeer ist am Anfang gar nicht. Okay, wo sind jetzt die ganzen Truhen? Weg damit. Hier oben ist eine. Schon mit erstmal die ganzen Truhen, die ich freigeschaltet habe in LD, Leute. Von daher fliegen wir jetzt verschiedenen Orten. Die Musik ist schon wieder so episch. Yay. Flieg, meine Aurora. Flieg, meine Aurora. Zack. Und da ist die Kiste. Du hast eine goldene Rubine erhalten. Er ist unglaublich. 300 Rubine wert, aber behalte das lieber für dich. Ich kann nur 800 Rubine tragen. Ich glaube, wir fliegen jetzt erstmal zum Wolkenhorn zurück. Ja. Wäre die beste Methode, würde ich sagen. Von daher finden wir wieder eine Rubine, Leute, und dann... Aber das nächste, wo wir hinfliegen, ist dann... Hier, diese Insel. Okay, dann mal los. Nein, wir wollen nicht nochmal zurück nach Aldin. Vielleicht können wir jetzt sogar unseren Schild schon mal verbessern, unseren Eisenschild. Aber wir holen uns, bevor wir das machen, erstmal eine neue Abenteuertasche bei Terry. Yay, Terry ist cool. Tal schon der Wolkenort. Weil wir haben ja schon 787 Rubine. Und ich kann bis jetzt ja nur... Und dann hole ich mir auch die letzten zwei Rubinen Zusatzgeldbörsen bei Terry. Damit ich auch wieder was mehr Geld tragen kann. Halt. Und lande am Flug. Ja, man könnte die Bombe hier verbessern, so wie Minish Cap zu so einer Selbstzündung-Bombe, dass du so einen Tast drücken musst, so. Ja, das wäre geil. Lalala. Jetzt erstmal nochmal den Basar, um unseren Schild zu upgraden. Hoffentlich können wir das jetzt schon. Hoffen wir's mal, weil du brauchst das. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir dein Items verbessern, dein Schild reparieren. Items verbessern. Alles klar, das sind die Items, die ich verbessern kann.
Da fehlt mir doch tatsächlich nur eine Monsterklaue. Darf doch nicht wahr sein. Ja. Nein! So okay, und für den Holzschild fehlt mir eine Monsterklaue und zwei Wüstengras. Okay. Ach, so ein Mist, ey. Tja, dann wird es wohl heißen, dass ich die Monsterklaue bevor ich den nächsten Part aufnehme, offscreen sammel. Oh ja. Ach komm schon. Was soll der Scheiß? Also gehen wir erstmal zu Terry. Tally. Irgendwas los da. Okay, und jetzt erstmal. Ja komm schon, lass das da runter. Link, greifen! Greifen! Ha! La la la. Boah, ich finde die Musik in Wolfgang so geil. Mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du dazu? Sie kosten 300 Rubine. Gekauft! Da, 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 da. Du hast eine Abenteuer vergrößert. Nun kannst du ein weiteres Item für dich, mit dir führen. Tsching! Geil! Ja, das sagt er leider nicht mehr. Oh, das ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du deine Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Du willst sie doch bestimmt, oder? Für nur eine Rubine gehört sie dir. Natürlich. Thank you. La 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 la. Du, 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 du. Du, 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 du. Und wir kommen uns nochmal die letzte Zusatzgeldbörse hier. Oh, das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Das heißt mir jetzt schon zum dritten Mal. Ja. Natürlich, her damit, Terry. Da, 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 da. Thank you. Thank you. Bye. Ich will die Lebenskraftmedaille. Boah, aber... Ey, wenn, jetzt, wenn ich Glück habe und ich finde nochmal goldene Rubine, kann ich mir jetzt vielleicht schon die Lebenskraftmedaille holen. Ja, das wäre auch cool. Das wäre episch. Das wär epic. Aber Leute, jetzt heißt es erstmal... Ich setze auch noch nicht die Tafel ein. Das heißt, es ist erstmal wegfliegen. Die ganzen Kisten holen. Und weil ich mich dann im nächsten Part in Wolfmord vielleicht befinde. Vielleicht. Habe ich damit nämlich die anderen Teile offscreen. Ja, wo ist der Image? Da, gut. Die Musik ist einfach geil. Komm her! Danke für die 20 Rubine. Schon mal wieder 300 Rubine. La 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 dup, dup, dup. Da, 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 da. Okay, dann jetzt da ist nämlich wieder ein Strahl, den ich eingelegt habe für eine weitere Truhe der Götter. Hui. Flieg höher, mein Vögelchen. Und Sturzflug! Ich werde angespammt, verdammt. Bevor ich den nächsten Part aufnehme, ist es beschäftigt dann damit. Ich hab mal gesagt. Aber Stefan war es nicht, Stefan war es nicht. Nein, nein, nein. Ja, aber stell dich trotzdem auf beschäftigt, hab ich dir ja gesagt. Ja. Aber naja. Was passiert ist passiert. Was passiert ist passiert. Kann man nicht mal denken. Das kleine Geräusch stört wohl niemanden. Runter! Nein! Voll daneben gesprungen! Komm nochmal her, Aurora, wir müssen nochmal fliegen! Und diesmal landen wir richtig. Und abspringen! Ja, Parascheid. Du hast einen Silberrubin erhalten, er ist sagenhafte 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr?
Leute, ich würde sagen, ich beende den Part, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.